Eure Befehle? Meine Befehle. Bau den erstmal zu Ende, Kumpel, danke. Jetzt kommen wir ganz schnell wieder zurück. Ah, da kommen schon die ersten an. Das sehe ich doch bis hierhin. Alles klar. Gut gemacht, Magier-Erbauer. Du bist wieder sicher. Hoffentlich. Haben die das... Die haben das Reh zerschossen. Doch nicht das Reh. Ja, genau. Kommt, Ritter einmal rauf. Ihr seid ja die Ritter der eckigen Tafelrunde. Geschwind. Geschwind. Ja, eckigen Schokoladentafel. Schokolade. Geschwind. Die Clown ist ja einfach... Geschwind. Unsere Mana-Stätten. Wir sind zu blöd, die kaputt zu machen. Idioten. Noob, Loser, Verdager. Entschuldigung. So. Dann einmal mal schon hier einen Magnetschein hinsetzen. So, und ich hoffe... Mal gucken, wie weit du kannst. Ja, das war ja mal sehr schlau. So, Ritter nochmal antanzen. So, und einmal den Bogenschützen angreifen. So, ihr patrouilliert dabei, haltet da mal ein bisschen Wache. So. Alles klar. Sofort. Sofort ist ein gutes Stichwort. Ja, ist auch egal um den Magnetstein. Der ist sowieso fällig. Nein, fällig ist er nicht, aber der wird sowieso irgendwann früher oder später kaputt gemacht werden müssen. Tun oder so. Hilfe, ich habe keine Ahnung. Egal. Wir machen unsere Falken kaputt. Was würde nur Captain Falcon dazu sagen? Finde ich nicht gut, nee. Ich finde, über sowas muss man mal sprechen können. So, wissen irgendwo hier waren die doch hier, die... Ja, doch, der eine könnte überall rankommen. So, dann wollen wir nochmal... Moment mal. Gut, ich dachte nämlich im ersten Augenblick, die würden unsere Kaserne angreifen. Dann eben nicht. So. Dann nehmen wir mal die Wurfgeschütze. Ach ne, erstmal die Speerfalken. Alle Speerfalken natürlich. So, ihr fliegt einmal hier rüber und wieder zurück. So, zack, bereit machen. Alles klar, gut, die können die angreifen. So. Alles klar, und Herr Burgfried ist auch gleich down. Und der andere stand hier. Ha! Ihr versucht unsere Kanonen kaputt zu machen. Ha! Dann versucht das mal schön weiter. Mal ganz ehrlich. Leute, ihr könnt aufhören. Warum? Ganz ehrlich, warum? Moment mal, erstmal kurz abspeichern. Ja. Aber warum? Oh mein Gott. Gucken wir mal nach.
seek out and destroy all of the enemy keeps. The Acolytes remain loyal to Allison and refuse to assist. Wir müssen auch noch die Akolyten wahrscheinlich killen. So, wo sind die denn? Oder haben die noch irgendwo weitere... Ah, die bauen gerade einen neuen. Wahrscheinlich kriegen das deswegen. Die bauen sogar zwei neue. Verstehe. So. Mehr Wurfgeschütze. Interessant. So, und einfach auf den Erbauer drauf. Hm. So, mehr Falken nochmal bitte. Warte auf Befehl. So. Ich glaube, wir könnten noch ein paar mehr Kanonen gebrauchen. Was meint ihr? Kanonen und Wurfgeschütze. Oh yeah. Aber erstmal. Na, okay, gut. Machen wir das dann erstmal so. Ach, es wäre jetzt cool, wenn hätten wir jetzt irgendwie. Könnten wir irgendwie über die gesamte Map gucken. Nein, nicht den Erbauer. Wurfgeschützt. Na gut, dann eben nicht. So, dann nochmal nehmen. Mal hier hinfliegen, nochmal zurück. So, und die Wurfgeschütze nehmen. Und einfach das nächstbeste Ziel angreifen. Ich finde, wir machen es extrem gut hier gerade. Auch wenn wir die ganze Zeit die Falken verlieren. Hm. Und auch wenn wir die ganze Zeit kein Mana haben. Und auch wenn wir generell sonst ziemlich scheiße hier sind. Aber hey, egal Leute, wisst ihr was? Irgendwie schaffen wir das doch irgendwie. Hm. So, wir lassen jetzt erstmal hier die Wurfgeschütze Wurfgeschütze sein. Erstmal reicht das, glaube ich. Könnten wir doch nur die länger die Falken noch hier haben. Oder könnten wir irgendwas haben, was fliegt und noch länger in der Luft bleiben kann als Falken. Ah, da. Okay. Da steht noch ein Burgfried. So, wie sieht es in dem Burgfried aus? Schlecht. Komm schon. Na, na, na. So, haben die noch irgendwo einen Burgfried oder haben die noch irgendwo so einen Akolyten oder so? Den war. Ich verstehe jetzt irgendwie nicht, warum das nicht funktioniert. Oder so. Tschüss, Katapult. Eine Kaserne haben wir dann noch. Ah, wisst ihr was? Wir können aber die Kaserne... Ah, da haben sie auch noch was. Ah, He-Man, da haben sie auch noch was. So, zack. Kennt ihr doch überhaupt noch He-Man? Warum gibt es heutzutage nicht mehr solche Serien? Mit solchen irgendwelchen Lehren oder so. Und man sagt, Kinder, heute haben wir gelernt, dass Stehlen scheiße ist. Okay, die haben nicht scheiße gesagt, aber die haben immer so eine Moral am Ende. Was man heute bei He-Man gelernt hat.
Das fand ich cool. Ich weiß nicht, aber gibt es heute noch irgendwelche solche Serien oder so? Ich glaube nicht. Oder nicht, dass ich wüsste. Gut, ich habe auch schon länger keinen Kinderfernsehen mehr gesehen. Da findet es wohl gerade jemand besonders witzig, hier mal rumzulatschen. Was suchen die denn hier? Schon wieder. Die bauen wirklich zu schnell irgendwelche Burgfriede hier hin. So, okay. Dann einmal hier starten, hier runterfliegen, hier lang und dann nochmal zurück. So. So, zack, da, da, da. Aha. Das klappt ja irgendwie sogar. Cool. Die haben jetzt nur noch irgendwelche Türme da stehen. So, nochmal mit den Spähfalken rüberfliegen. So, zack, zack, zack. Und, zack. Yeah, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es hinbekommen. Oh yeah. 65 Verluste, dafür 160 Treffer. Oh yeah, Leute, endlich haben wir noch diese Mission geschafft. Yeah. Und sorry, wenn ich jetzt irgendwas ziemlich still war. Aber ich muss mich wirklich konzentrieren, alles. Aber, Leute, ihr habt es geschafft. Trotz eines kleinen Übersetzungsfehlers meinerseits. Aber ihr wisst ja, mein Englisch ist nicht so sonderlich gut. Was ich sehr schade finde. Aber hey. Hier haben es doch noch irgendwie geschafft. So, nächste Mission spielen. Allianz. Okay, Allianz. Können wir das noch schaffen? Ich überlege gerade, Leute. Natürlich schaffen wir das. Diese Mission ist ganz ziemlich cool. Und, das ist halt was anderes. Aber, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Spiele starten. Pellegrin of the Cult of Lochan had ruthlessly interrogated Kreonites captured at the wreck of the Sea Shadow. From their agonized confessions, he learned of the bottle and wrote of the next steps for his fanatical followers. The facts are simple. The object of our great quest is in the hands of the leader of these ironclad savages. However, we lack the great ships to weather storm and cannon across the well-patrolled seas of Darien. Thersha of Zaun may agree to provide transport by air, but she is well hidden in her thick jungles. We must first fight the weird tribes of Zaun to gain her audience. Hellegrin, Priest Captain Cult of Lochan. Ja, also wir sind jetzt wieder bei den tarusianischen Fanatikern von Lochan. Wir, die haben jetzt der Kult von Lochan hat rausgefunden. Mikro, funktionierst du noch? Gut. Also wirklich, immer wenn es knackt, kriege ich immer Panik, ja. Also, der Kult von Lochan hat herausgefunden, wo sich die Flasche von Lochan befindet. Also Lochan ist ein komisches Artefakt, wo sich das befindet. Und ja, das haben sie halt herausgefunden, indem sie halt die kreonischen Invasoren halt überfallen haben und ausgepresst haben. Und jetzt müssen sie halt auch nach Kreon, weil die Flasche befindet sich momentan tatsächlich in Kreon. Und jetzt versucht der Kult von Lochan natürlich auch nach Kreon zu kommen. Und ja, nur die Frage ist jetzt wie, weil es momentan durch die Seestraße von Covera schaffen wir es nicht. Weil da ist momentan, da kommen gerade die ganzen kreonischen Schiffe raus, die gegen Veruna und Armon kämpfen. Also müssen wir den Luftweg diesmal nehmen. Und den Luftweg, da müssen wir, wer ist da besser als Tirsha für geeignet, ne? Also, Kapitel 15, Allianz. Seek out Tirsha in the Sonian Jungle. Alles klar. So, wir sind jetzt hier Hellegrin. Nur Hellegrin alleine. So, wir dürfen jetzt nach dem Weg durch den Dschungel jetzt suchen. Aber ich, Leute, keine Panik, ich kenne den. So, wir verlassen jetzt einfach mal die Hauptstraße hier runter.
Und einfach mal hier so lang, einfach diesen Pfad entlang. Und mir wurde gesagt, dass diese Mission nicht so sehr gemocht wird. Aber ganz ehrlich, Leute, ich mag die. Die ist eigentlich ganz cool. Das ist mal wieder warum was anderes. Geh mit den einen zu Ort B oder so. Von Ort A nach Ort B meine ich jetzt damit, ne? So. Elwin, du nimmst den gelenkten Feuerball als Standardattacke. Und ja. Noch hat uns jetzt hier keiner entdeckt. Ein Basilisk. Der uns nichts anhaben kann, weil Helligrin sich nicht versteinern lässt. Hm. Helligrin ist übrigens eine ziemlich gute Idee, dass er einfach mal knallhart die feindlichen. Dass du einfach mal die Zone. Dass du die Zone angreifst, obwohl du mit denen gerade irgendwie funneln möchtest. So, wir sind zu früh abgebogen. Wir fahren nochmal zurück. Ganz ehrlich, als ob Helligrin ein Auto hätte, ne? Ja, so ein VW Golf, ne? Fährt er hier einfach so durch den zoonischen Dschungel lang, ne? Stell mir gerade so wirklich vor. So, Entschuldigung, wo komme ich hier zu Tirscha? Fährt er einfach so, das ist einfach so eine alte Klapperkiste durch. Audi GTI oder so. So, aber ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Nein, hier kommen wir zum Baum. Ein Baum. Okay, der Baum ist es schon mal nicht. Wir wollen zurück. Ja, ja. Spürt den Zorn der Feuer. Feuerwelle. Ja, haut bloß ab. Was tust du denn hier überhaupt? Ach. Du denkst, du kannst Feuer speien? Dann friss Feuer. Immer diese Kids. Die mal denken, ja, die können ja besser Feuer speien als ich. Das geht ja gar nicht hier. So, ich glaube, wir sind schon ziemlich nah. Jetzt müssen wir gleich wieder auf die Hauptstraße kommen. Ja, hier geht die Hauptstraße wieder zusammen an dieser Kreuzung. So. Alles klar. Und da sind wir auch schon beim zoonischen Tempel angelangt. Die stehen ja alle Wache für Tirscha. Die tun uns nichts. Ich glaube, solange wir denen nichts tun. So, und Tirscha steht, glaube ich, hier oben drauf. Oder? Ja, Tirscha ist da. Hi, Tirscha. Cool. Das war die Mission. Ganz einfach. Wenn man weiß, wo lang man gehen muss, ist das ganz easy. So, Nocturnal Horrors. Ja, Kapitel 16. Das ist übrigens das Mikro, was hier so komische Geräusche macht. Leute, ich würde mal sagen, an dieser Stelle würden wir jetzt mal kurz aufhören. Und das nächste Mal gucken wir uns dann hier Kapitel 16 Nocturnal Horrors an. Bevor das hier mit Mikro noch ganz ausartet. Ich brauche wirklich echt ein neues Headset. Ganz ehrlich. Es geht so nicht weiter. Ich muss jetzt gerade ganz komisch sitzen, damit diese so komischen Geräusche nicht mehr rauskommen. Also, an dieser Stelle würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch heute auch wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Martin. Tschüss, ihr Kinders. Bis dahin. Hoffentlich mit neuem Mikro. Ciao.